Es ist also nicht alles möglich mit Hypnose, aber doch sehr viel, sehr Erstaunliches. Und das wird uns jetzt auch der Berner Hypnosetherapeut Gabriel Palacios zeigen, hoffentlich. Wir hoffen doch, dass es klappt. Guten Abend. Hallo, tschau. Sie haben zwei Freiwillige bei sich. Was werden Sie jetzt mit diesen Leuten machen? Ja, ich möchte aufzeigen, inwiefern jegliche psychische Problematik aus dem Kopf entstehen und im Kopf enden können. Sprich, wie die plakativ demonstrieren, wie unsere bildhafte Vorstellung sich kann zu schaffen machen, dass wir einer Sucht, einer Angst oder anderen Problematiken entkommen können. Jetzt haben Sie die beiden vor 2 Stunden aus 12 Freiwilligen ausgesucht. Funktioniert denn das nicht mit jedem? Ja, ich werde hier eine Blitzinduktion anwenden. Ich werde sehr, sehr schnell in Hypnose versetzen. Und das unterscheidet mich auch ein bisschen von anderen Hypnosetherapeuten, dass ich das auch in der Therapie anwende, die Blitzinduktionen. Und dafür ist ganz wichtig, dass Sie den Willen haben, dass sie den Glauben daran haben und dass sie mir auch vertrauen können. Mhm. Das Ganze haben wir da. Genau, wir haben das sogar noch können mit der Kamera begleiten. Genau, wir haben hier ein Experiment gemacht und bei dem Herr dahinter sieht man, ist das, hat das zu physischen Anzeichen gesorgt. Das ist ein Suggestibilitätsexperiment, das ich mit diesen Probanden gemacht habe, in einem separaten Raum. Und nicht alle waren geeignet jetzt für eine Blitzinduktion. Also wenn ich jetzt wirklich nicht will, dann können Sie mich nicht einfach manipulieren? Das ist nicht machbar, nein. Der Wille ist auch in der Hypnose jederzeit gegeben. Finde ich sehr beruhigend. Also gebe ich jetzt die Bühne frei für Ihr Experiment. Sehr gut, okay. Meine Herren, ich doch bitte beide mal eure Brille ausziehen und auf den Tisch legen. Wunderbar, perfekt. Wir haben nichts abgesprochen, wir werden einfach den Zustand, den wir schon mal durchgeführt haben, noch mal erleben. Wir mal tief einatmen und ausatmen. Sehr gut, wunderbar. Adrian, deinen Namen kenne ich schon, du mal auf meine Hand drücken. Sehr gut, fester drücken, noch ein fester drücken, sehr gut. Schau hier in mein linken Auge, sehr gut, noch ein fester drücken, sehr gut. Und schlaf. 3 noch tiefer, 2 noch träger, 1 noch müder, immer tiefer und träger. In genau diesem wunderschönen Zustand vollkommener Entspannung. Jedes Geräusch, jedes Wort, jeder Klang. Alles entspannt immer mehr und mehr. Sehr gut. Jedes Geräusch, jede Berührung, jeder Klang, jedes Wort. Alles entspannt immer mehr und mehr. Sehr gut. In genau diesem Zustand von Entspannung. Und noch tiefer und noch träger. Sehr gut. Wunderbar. Und schlaf. Sehr gut. Okay. Du bitte mal in aufrechte Position sitzen, wenn ich die Hände hierher lege. Sehr gut. Gib mir kurz deine Hand, so heiße Spalten, das ist richtig. Okay. Kannst ein weniger fest drücken. Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Schau mir doch kurz in mein linken Auge. Sehr gut. Jetzt sind wir von 3 bis 0, Walter, okay? Sag mir kurz, was hast du vorhin zu Nacht gegessen? Berner Platte. Berner Platte, sehr gut. 3, 2 und schlaf. 3 immer tiefer, 2 immer träger, 1 immer müder. In dem wunderschönen Zustand vollkommener Entspannung, immer tiefer und träger. Sehr gut. Mit jedem Geräusch, mit jedem Wort entspannst du immer mehr und mehr, immer mehr und mehr. Und ich sage dir, alles das, was ich dir jetzt sage, wird wie Sandkörner in dein Unterbewusstsein rinnen und wird genauso eintreffen, wie ich es dir sage. Und ich sage dir, ich werde dir einen wunderbaren, saftigen Apfel geben. Ich werde dir einen wunderbaren, saftigen Apfel geben. Und der Apfel, der ist so fein, so saftig. Behalte deine Augen geschlossen. Behalte deine Augen geschlossen. Doch ich gebe dir jetzt einen wunderbar feinen, saftigen Apfel in deine Hand. Du kannst ihn greifen, du kannst packen. Sehr gut. Halt deine Augen geschlossen. Du spürst den feinen Apfel. Mmh. Ein wunderbarer, saftiger Apfel. Ich gebe dir jetzt einen wunderbaren, saftigen Apfel. Deine Hand, deine Augen bleiben geschlossen. Sehr gut. Wunderbar. Ein wunderbar, schöner, saftiger Apfel. Das ist der beste Apfel, den es überhaupt je gegeben hat. Ein ganz süßer, feiner, saftige, rote Äpfel. Mmh. Ich werde schnipsen, sobald ich schnipse, führst du den Äpfel zu deinem Mund und du beißt einfach rein. Der Äpfel gehört dir allein. Dir allein. Jetzt macht es jetzt sehr gut. Der Äpfel gehört dir allein. Beiß einfach rein und genieße es. Mmh. Der feine Äpfel. Beiß einfach rein. Ich berühre dich und dann kannst du einfach rein beißen. Jetzt wunderbar. Das ist ein feiner Äpfel. Einfach rein beißen und genieße. Mmh. Findest du es fein? Adrian, findest du es fein? Ein sauren Äpfel. Ein sauren Äpfel, aber ist ein feiner. Ist gut, ja. Okay. Walter, wie findest du den Äpfel? Gut. Gut. Findest du ihn gut? Okay, wunderbar, sehr gut. Genieß den feinen Zustand. Mm. Und schluck es ab. Du kannst jederzeit so viel davon essen, wie du liebst. Du kannst so viel davon essen, wie du liebst. Und genau das, Corinne, ist
ist das plakative Beispiel dafür, was machbar ist durch die bildhafte Vorstellung, dass man da so eine Hypnosetherapie anwenden kann, dass man jemandem eine Sucht, eine Angst, eine Phobie oder andere Beeinträchtigungen so auflösen kann, wie ich so in meiner Praxis mache. Genau so funktioniert das. Die bildhafte Vorstellung, die verwirklicht sich. Wenn du die jetzt nicht zurückholen, dann würden die wie sind und absolut. Es ist etwas völlig Harmloses, völlig gewöhnlich. Sobald ich das Wort Schlaf nenne, entspannst du dich doppelt so sehr und schlaf doppelt so tief, wunderbar, doppelt so tief, wunderbar und schlaf doppelt so tief, wunderbar, sehr gut. Ich sage dir, du geniessest den feinen Apfel in deinem Mund, du geniessest den Zustand, du schluckst noch alles ab, was du schlucken kannst und ich zähle auf 3, bei Zahl 3 angelangt, bist du völlig im Hier und Jetzt und ich sage dir, all meine Einflüsse sind vor dir genommen und du fühlst dich so wohl wie selten zuvor. 1, all die Schwere fließt aus deinem Körper, all die Träge weicht von dir. 2, all die Müdigkeit kannst du einfach so ausatmen und mit jedem Atemzug atmest du die frische, gute Luft ein, die heilende Luft, die dich auch von deiner Problematik einfach so kann befreien. Sehr gut. Dein Blutdruck erlangt gewöhnliche Werte und dein Puls normalisiert sich. Sehr gut. Und bei der nächsten Zahl angelangt bist du völlig im Hier und Jetzt. Dein Körper begibt sich langsam in eine aufrechte Position. Und bei der nächsten Zahl angelangt bist du völlig im Hier und Jetzt und fühlst dich so wohl wie selten zuvor. Bei der nächsten Zahl angelangt öffnest du deine Augen, bist du völlig im Hier und Jetzt und fühlst dich so wohl wie selten zuvor. Und 3, Augen auf. Hallo Adrian. Adrian, was haben Sie gegessen? Was haben Sie? Schnell, da hat es Wasser. Da hat es Wasser. Wasser, ist gut. Danke. Sehr gut. Ja. Adrian, der Walter muss noch schnell, der braucht noch schnell einen Schluck. Adrian, haben Sie jetzt gemerkt, dass Sie da, was Sie da gegessen? Ja, genau, eben doch nicht ein Äpfel, oder? Es ist kein Äpfel gewesen. Es ist auch. Das stößt doch ein bisschen auf. Also ich mache ja keine Shows, aber ich möchte plakativ können aufzeigen in das öffentliche Experiment, dass es möglich ist, dass wir auch therapeutisch das können ausnutzen zu unseren eigenen Nutzen. Ja. Genau. Und wie war das für Sie gewesen? Haben Sie das irgendwie, haben Sie gar nichts von dem Ganzen mitbekommen? Nicht gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich höre alles. Also die Sprache habe ich immer gehört. Auch so ganz viele Nebengeräusche habe ich immer das Gefühl, ich höre sie. Von dem her, also... Ja. Nicht irgendwie...